Hallihallo und willkommen zurück zu Binärmathe, theoretische Informatik, kann man aber auch woanders brauchen. Dieses Mal werde ich euch zeigen, wie man zwei Binärzahlen miteinander multipliziert. Ist im Prinzip auch eigentlich nichts anderes als das, was wir schon kennen, nämlich das Multiplizieren aus der normalen Dezimal, Darstellung, die wir schon kennen und lieben gelernt haben. Ja. Aber ich habe trotzdem mal das Programm wechseln müssen, weil anders wird es ein bisschen schwierig mit den Zeilen so hinzukriegen. Die Formeln sind dann nicht ganz so ergiebig. So, ja, was wir jetzt genau hier machen wollen, ist Folgendes. Wir wollen diese beiden Zahlen, also 1, 1, 0, 1, was 13 ist, also 1 plus 4 plus 8 ist 13, sollte zumindest. Und hier 8 plus 1 ist 9, wollen wir miteinander multiplizieren. So, das Ergebnis wissen wir ja schon vorher. Ist 13 mal 9 gleich 117. So, und jetzt wollen wir natürlich auf 117 kommen. Gut, und wie machen wir das? Naja, wir fangen zunächst einmal an mit der hintersten Zahl, also hier mit dieser 1. Und diese 1 multiplizieren wir dann mit dem ganzen Teil da drüben. Also 1 mal 1, 1, 0, 1. Naja, was wird wohl 1 mal 1, 1, 0, 1 sein? Wahrscheinlich richtig geraten, 1, 1, 0, 1. So, war jetzt nicht sehr spektakulär, es wird noch unspektakulärer. Wir gehen eine Stelle weiter nach links, denn diese 0 hier liegt eine Stelle weiter links als die rechte 1, die wir hier gerade hatten. Was ist 0 mal dieser Zahl da vorne? Naja, logischerweise 0. Und zwar so oft, wie ihr wollt. Ich werde jetzt hier 4 mal wählen und ich merke gerade, dass ich hier ein bisschen weiter nach links rutschen muss, sonst habe ich nicht genug Platz. Gehen wir hierher. Den anderen Teil brauchen wir ja nicht mehr. So, ihr seht es noch? Ja, ihr seht es noch. Super. Gut, machen wir weiter. Nochmal 0, also nochmal 1 weiter nach links rutschen und 4 Nuller hinschreiben und dann nochmal 1 nach links rutschen und dann nochmal das Ganze mit der 1. Also ihr seht, eigentlich ist es deutlich einfacher als im Binärsystem, weil wir keinen Überlauf kriegen können hier durch diese Zahlen, denn einmal irgendwas kann irgendwie keinen Überlauf geben. Sehr angenehm, muss ich sagen. Ja, im Prinzip eigentlich total simpel. Und jetzt müssen wir noch das machen, was wir immer machen müssen, wenn wir multiplizieren, nämlich am Schluss noch alles aufaddieren. Deswegen habe ich hier diese Kästchenschreibweise den Vektoren aus der Formel bevorzugt. Hier fangen wir jetzt einfach an und addieren diese ganzen Zahlen auf. Hier kann natürlich mal was anderes rauskommen. Da kann dann sogar ein doppelter Überlauf oder sowas entstehen. Da wird es ein bisschen komplizierter. Da müsst ihr dann halt mitdenken. Aber in dem Fall ist es relativ simpel. 1 plus, naja, hier können wir uns überall Nullen hindenken. Also 1 plus 0 ist 0. 0 plus 0 ist 0. 1 plus 0 ist 0. 1 plus 1 ist 2, also 0. 0 plus 1 Übertrag, den könnte ich mal hierher schreiben. Ja, dann tut es mir die ganzen Dinger weg. Okay, dann denkt ihn euch. Also hier haben wir 2. 2 ist ein binär dargestellt 1, 0. Also hier eine 0 hin, hier eine 1 als Übertrag und hier haben wir nur Nuller. Also haben wir hier eine 1 stehen, hier eine 1 und hier eine 1. So, und ihr erinnert euch noch, wir wollten 117 raus haben. Jetzt steht hier genau 1 plus 4. 16, 32, 64, was genau 117 ergeben sollte, wenn ich mich nicht hart verrechnet habe, aber ich glaube, das sollte stimmen. Gut. Ja, das war es eigentlich auch schon mit dem Multiplizieren in Binär. Eigentlich nicht so schwer, würde ich mal sagen. Übt da ein bisschen mit, auch die schwereren Beispiele, wenn jetzt hier zum Beispiel noch eine 1 stehen würde, statt dieser 0, dann hätten wir hier nämlich, hier unten ist es 1, 1, ups. 0, 1 stehen und dann hätten wir hier nämlich noch einen Überlauf und hier hätten wir da schon einen Überlauf und dann hätten wir hier einen doppelten Überlauf und sowas. Also übt da einfach ein bisschen mit rum, probiert euch einfach mal durch und die Einfachheit kommt dann tatsächlich mit der Übung. Ja, nächstes Mal machen wir wie versprochen weiter mit dem Umrechnen mit dem Horner-Schema. Und da kann man dann auch tatsächlich Kommazahlen miteinander umrechnen. Das war jetzt ein sehr kurzes Video. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.